Das Symposium trägt ja das Motto Jesus Christus, Mitte meines Lebens und Zentrum des Universums. Das Neue Testament enthält ein Buch, das nicht nur wegen seiner literarischen Qualitäten, sondern vor allem wegen seines Inhaltes die Aufmerksamkeit aller Menschen, natürlich vor allem auch der Christen, verdient. Während die Evangelien, also Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, als Passionsberichte um den Tod Jesu kreisen und einige der großen Briefe des Apostels Paulus, ich denke da an den Römerbrief, an den Galaterbrief, diesen Tod theologisch interpretieren und deuten, also vorwiegend mit der Vergangenheit beschäftigt sind, und das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, vorwiegend mit der Zukunft beschäftigt ist, so handelt dieses Buch mit der Gegenwart. Das heißt, mit zwei Fundamentalfragen, die jetzt im Mittelpunkt meines Vortrages stehen. Die erste Frage lautet: Was ist und was tut Jesus heute für uns? Wir wissen, was er vor 2000 Jahren getan hat. Aber wo ist er geblieben? Was tut er heute für uns, Jesus Christus? Und dann gleich im Anschluss daran die Frage: Was ist mit der Gemeinde, mit seinen Nachfolgern? Was sollen die heute tun? Es geht also um die Gegenwart. Ihr wisst, die Bibelkundigen unter euch wissen natürlich, um welches Buch es sich hier handelt, welches Buch auf diese beiden Fragen Antwort gibt. Es ist der Hebräerbrief. Der Hebräerbrief im Neuen Testament gibt uns Antwort auf die Frage, was Jesus heute für uns Menschen tut und welche Aufgabe seine Gemeinde heute hat. Wir wissen nicht genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Wahrscheinlich war es der Apostel Paulus. Aber sein Inhalt ist für uns als Christen, ja nicht nur als Christen, für uns als Menschen von größter Bedeutung. Die erste Frage, was tut Jesus heute für uns, die beantwortet der Hebräerbriefschreiber so. Und ich lade euch ein, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, dann schlagt mit mir den Hebräerbrief auf. Am Ende des Neuen Testamentes finden wir ihn. Und dort wollen wir aus dem Kapitel 8 zunächst die Verse 1 und 2 lesen. Hebräerbrief, Kapitel 8, die Verse 1 und 2. Das ist nun die Hauptsache bei dem, wovon wir reden. Wir haben solche Hoffnung. Wir haben einen solchen Hohepriester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel und ist ein Diener am Heiligtum und an der wahren Stiftshütte, welche Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Und nun wollen wir kurz noch in das Kapitel 7 blicken und dort den Vers 25 lesen. Hebräerbrief, Kapitel 7, Vers 25. Daher kann er, der Hohepriester, Jesus Christus, auf ewig selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Denn er lebt immer da und bittet für sie. Da wird uns Jesus Christus als ein Hohepriester vorgestellt. Ein Hohepriester
im Anschluss an das Alte Testament, da gab es auch einen Hohepriester, ein Hohepriester im Himmel, der jetzt für uns ein besonderes Werk vollbringt. Er tritt dort, heißt es, für uns ein. Er vermittelt für uns. Er bittet für uns. Heute, jetzt. Warum tut er das? Vielleicht stellt ihr jetzt die Frage, warum tut er das? Hat er denn nicht alles getan, als er auf diese Welt kam und als Erlöser am Kreuz für uns starb, die Sünden auf sich nahm, damit wir gerecht sein können vor Gott? Genügt denn das nicht? Ist das überhaupt notwendig, diese Fürbitte, dieser Mittlerdienst Jesu im himmlischen Heiligtum? Ich möchte euch noch einen Text vorlegen aus dem Römerbrief, ebenfalls geschrieben vom Apostel Paulus. Römerbrief, Kapitel 4, Vers 25, eine sehr interessante Aussage, die hier der Apostel trifft. Da schreibt er im Hinblick auf Jesus, welcher ist, also Jesus, welcher ist um unserer Sünden willen dahingegeben? Und jetzt kommt dieser interessante Zusatz, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das ist sehr interessant, was der Apostel hier sagt. Er sagt, da ist Jesus für unsere Sünden dahingegeben, für unsere Sünden ans Kreuz gegangen. Und dann steht hier noch, er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das heißt im Grunde, dass das Wirken Jesu nicht aufgehört hat vor 2000 Jahren, sondern dass Jesus heute noch an unserer Erlösung wirkt. Wie im Alten Testament zur Zeit Israels ein unschuldiges Tier geopfert wurde, um die Sünden zu sühnen, so hat auch Christus als Unschuldiger am Kreuz unsere Sünden gesühnt. Damit sind wir vor Gott gerecht gesprochen, begnadigt. Aber offensichtlich ist das Wirken Jesu damit noch nicht zu Ende. Um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Und das ist gerade das, was auch der Text, den wir gerade gelesen haben, im Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 25 sagen möchte. Jesus Christus überlässt uns nicht uns selbst. Vielleicht sind wir manchmal entmutigt und wir sagen, das ist ja alles schon so lange her. Vor 2000 Jahren ist er auf diese Welt gekommen. Aber was hat das für mich heute für eine Relevanz? Für mich im 21. Jahrhundert. Wo ist da Jesus Christus? Jesus Christus, unser Erlöser, überlässt uns nicht uns selbst, nachdem er am Kreuz für uns gestorben ist. Er wirkt weiter für uns, indem er das, was am Kreuz objektiv geschehen ist, die Sündenvergebung, nun immer wieder betont, immer wieder unterstreicht und damit subjektiv für mich jetzt, für uns und auch in Zukunft anwendet und vermittelt. Er will dir sagen, Jesus Christus will dir sagen, ich stehe heute noch zu dir. Mensch, ich habe dich heute noch lieb und du bist nicht verloren. Ich strecke dir immer noch die Hand entgegen und ich will, dass du Frieden findest, dass du Erlösung findest durch mich. Christus steht weiterhin zu dem, was er getan hat für uns am Kreuz. Vor 2000 Jahren. Er lässt uns nicht allein. Er wirkt
weiter für uns im Himmel als Hohepriester. Das ist für mich ein großer Trost. Denn ich lebe nicht vor 2000 Jahren, ich lebe heute. Und wenn ich heute mich einsam fühle, krank, niedergedrückt, hoffnungslos, dann weiß ich, Jesus ist da und er lässt mich nicht alleine. Durch seinen Vermittlungsdienst im Himmel, den uns der Hebräerbriefschreiber so eindrücklich beschreibt, gibt Jesus uns auch jetzt noch die Garantie, dass wir erlöst sind, sofern wir uns Sündenvergebung schenken lassen wollen. So hat dieser Vermittlungsdienst Jesu im Himmel, der jetzt geschieht, zwei wesentliche Aspekte. Er dient uns zum ersten als Glaubensstärkung. Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 1, solches schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand, und jetzt kommt es, wenn aber jemand, da bin ich jetzt angesprochen, wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Wenn ich sündige, wenn ich Schuld auf mich lade, ich weiß, Jesus Christus hat mich lieb. Und Jesus Christus nimmt mich an. Wenn ich meine Schuld und meine Sünde eingestehe und bereue, nimmt er mich auf und stößt mich nicht weg. Durch den bußfertigen Glauben können wir hier und jetzt unseres Heils gewiss sein. Das ist Glaubensstärkung. Aber zweitens, da kommt jetzt noch ein Aspekt hinein. Und darum ist ja auch der Titel des Symposiums gut gewählt. Jesus Christus, Mitte meines Lebens und Zentrum des Universums. Da gibt es noch eine ganz andere Dimension, die wir vielleicht manchmal als Menschen, wenn wir so Nabelschau betreiben, sehen wir nur uns hier auf dieser Welt oder uns hier in Berlin. Da gibt es noch eine ganz andere kosmische Dimension. Jesus Christus, Zentrum des Universums. Durch den Vermittlungsdienst Jesu wird die Gerechtigkeit und Liebe Christi vor dem All, vor den himmlischen Welten demonstriert. Gott möchte der himmlischen Welt zeigen, dass er ein gerechter Gott ist, auch wenn hier alles auf dieser Welt so ungerecht aussieht. Gott ist gerecht. Gott wird alles recht machen. Es heißt ja sogar in der Heiligen Schrift, dass die Engel regen Anteil nehmen am Erlösungswirken Gottes. Es gelüstet, so schreibt Petrus, es gelüstet auch die Engel zu schauen, was hier auf dieser Welt geschieht. Und im Epheserbrief, Kapitel 3, heißt es, auf das jetzt kund würde an der Gemeinde, den Mächtigen und Gewaltigen im Himmel, die mannigfaltige Weisheit Gottes. Da ist noch eine andere Dimension, eine kosmische Dimension. Gott zeigt seine Gerechtigkeit, nicht nur dir persönlich, sondern er offenbart diese Gerechtigkeit der Welt, der himmlischen Welt, dem All. Damit ist auch die Frage verbunden, was ist nun die Gemeinde heute und was soll sie tun? Und darauf gibt auch der Hebräerbriefschreiber in diesem Zusammenhang eine sehr treffende Antwort. Ich möchte noch einmal den Hebräerbrief aufschlagen und dort aus dem Kapitel 11 die Verse 9 und 10 lesen.
da wird uns Abraham, der Glaubensvater Abraham, als Glaubensvorbild vor Augen geführt. Und da heißt es, durch den Glauben, durch das Vertrauen in Gott, ist er ein Gast gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und im Kapitel 13, Vers 14 wird noch der Zusatz gemacht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt der Apostel Paulus. Die zukünftige suchen wir. Die Zeit, in der der Hebräerbrief geschrieben wurde, war eine sehr interessante Zeit. Die Zeit, in der der Hebräerbrief geschrieben wurde, ähnelt in manchem unserer Zeit. Und deswegen ist diese Frage so wichtig, die hier angesprochen wird. Was tut Jesus heute für uns? Was war das für eine Zeit, als der Hebräerbrief geschrieben wurde? Der Hebräerbrief beschreibt die Lage der christlichen Gemeinde, nachdem Christus aufgefahren ist in den Himmel. Die Verheißung der baldigen, das Versprechen der baldigen Wiederkunft, das Christus gegeben hatte, wurde nicht eingelöst oder schien nicht eingelöst worden zu sein. Die Verheißung hatte sich nicht erfüllt. Ihr wisst ja, die ersten Christen hatten die Vorstellung, dass Jesus bald wieder zurückkommen werde. Im Johannesbrief, im Kapitel 14, sagt er, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und dann will ich wiederkommen. Und ich will euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und das war den Jüngern, den Nachfolgern im Gedächtnis geblieben. Jesus wird bald wiederkommen. Aber Jesus ist nicht wiedergekommen. Und so waren die Christen entmutigt und enttäuscht. Und nichts deutete an, dass sich der Weltlauf von Hass und Krieg geändert hätte. Es ist alles gleich geblieben. Was hat sich denn schon geändert? Es ist sogar noch schlechter geworden, denn nun wurden die Christen verfolgt. Das Römische Reich begann, die Christen zu verfolgen. Und das, was Jesus angekündigt hatte, ein neues Reich, das ist ja alles nicht eingetroffen. Hass und Krieg und Verfolgung gingen weiter. Ja, was ist denn nun geschehen? Was hat sich denn nun verändert mit Christus und seiner Botschaft? Das war die Frage, die man sich stellte. Die Christen waren unsicher, entmutigt, enttäuscht. Und der Tempel, das alttestamentliche Priestertum, das Opfersystem, das eigentlich abgeschafft sein sollte, das dauerte weiter. Und es gab Juden, Christen, die gesagt haben, ja, im Grunde ist gar nichts geschehen. Der Messias, er hat sich als Messias ausgegeben, aber was ist geschehen? Am besten, wir gehen wieder zurück ins Judentum, Hebräerbrief, ins Judentum zurück. Da haben wir wenigstens den Tempel, da haben wir wenigstens eine gewisse Konstante, eine gewisse Sicherheit.
lasst uns zurückkehren zur Synagoge. Und so geschah es, dass manche Christen, vor allem Judenchristen, wieder zurückgekehrt sind ins Judentum, woher sie kamen. Und die christliche Gemeinde verlassen hatten. Es herrschte in der christlichen Gemeinde Unsicherheit und Verwirrung. Und ich bitte euch, wenn ich das jetzt so erzähle, den zeitgeschichtlichen Kontext gebe, versucht gleich immer auch die Gegenwart euch vor Augen zu halten. Ist es nicht heute auch so? Was hat sich denn verändert, nachdem Jesu aufgefahren ist in den Himmel, heute in dieser Welt? Was hat sich verändert? Krieg, Katastrophen. Wir erleben gerade eine furchtbare Katastrophe auf Haiti. Furchtbar. Mit vielleicht über 200.000 Toten. Schrecklich. Was hat sich verändert? Man könnte sagen, ja, es hat sich was verändert. Die Not, die Kriege, die Katastrophen haben sogar noch zugenommen. Aber hat Jesus eine Lösung gebracht für diese Welt? Unsicherheit, Verwirrung, Gleichgültigkeit, Enttäuschung. Das war die Situation damals. Und nun versetzt euch mal in die Lage des Apostels Paulus. Was sollte der Verfasser nun der Gemeinde in dieser schwierigen Situation schreiben? Was sollte er der Gemeinde zum Trost denn sagen in dieser schwierigen Situation? Jesus Christus ist aufgefahren und nichts hat sich geändert. Die Christen haben erwartet, dass dieser Jesus ein neues Reich aufrichten wird. Nichts hat sich geändert. Damals nicht und heute nicht, nach 2000 Jahren. Und nun sitzt hier der Apostel an seinem Tisch, könnte man sagen, und überlegt, wie kann ich denn die Gemeinde trösten? Was kann ich denn der Gemeinde zum Trost mit auf den Weg geben? Eine Möglichkeit wäre gewesen, diese länger währende Interimszeit, wie die Theologen sagen, diese Zwischenzeit, diese Zeit zwischen Auferstehung und Wiederkunft Jesu mit Betonung auf die christliche Lehre zu überbrücken. Die christliche Lehre. Haltet euch fest an der christlichen Lehre. Haltet euch fest an der Dogmatik. Der Gemeinde die von Gott offenbarten Lehrpunkte in Erinnerung zu rufen, um vielleicht von dort her Kraft zum Ausharren zu bekommen. Wäre das eine Möglichkeit gewesen? Tut das der Hebräerbriefschreiber? Der Hebräerbriefschreiber wählt diesen Weg nicht. Das mag uns jetzt überraschen. Ich möchte mit euch noch einen Abschnitt lesen aus dem Kapitel 6 und dort die Verse 1 bis 3. Da sagt Paulus wahrscheinlich als Autor: Darum wollen wir jetzt lassen, was im Anfang über Christus zu sagen ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals grundlegen mit der Lehre vom Abtun der toten Werke, vom Glauben an Gott, vom Taufen, vom Händeauflegen, von der toten Auferstehung und vom ewigen Gericht. Das wollen wir ein andermal tun, wenn es Gott zulässt. Das ist ja eine interessante Feststellung. Der Apostel sagt, nein, ihr bekommt jetzt nicht die Kraft zum Ausharren in dieser schwierigen Situation. Damals, eine Situation, die unserer Situation heute ähnelt. Ihr bekommt nicht die Kraft, wenn ihr euch jetzt an Lehrpunkte klammert. Natürlich, Lehre ist wichtig.
Nie hat es Christentum ohne Lehre gegeben. Und der christliche Glaube ist nicht nur ein persönliches Verhältnis zu Jesus Christus, sondern immer auch das Bekenntnis zu einem bestimmten Glaubensinhalt. Das leugnet der Verfasser des Hebräerbriefes auch nicht, aber für ihn ist das nur der Anfang des Christentums. Es gibt hier noch etwas Vollkommeneres, etwas Wichtigeres. Das mag uns vielleicht jetzt als bibelgläubige Christen überraschen, wo wir doch sagen, es ist wichtig, die Lehre, die Heiligtumslehre, der biblische Sabbat als Ruhetag, das prophetische Wort. Natürlich ist das wichtig. Aber in dieser speziellen Situation sagt jetzt Paulus offensichtlich, das ist nicht der Weg, um jetzt Kraft zu schöpfen in dieser Zwischenzeit zwischen Auferstehung und Wiederkunft. Kein Dogmatismus. Und gleichzeitig deutet er noch einen anderen Weg an, der aber kein Weg ist, eine andere Möglichkeit, die aber keine Möglichkeit ist. Wäre es nicht möglich, diese Interimszeit, diese Zwischenzeit, in der wir uns als Christen, als Menschen heute noch befinden, mit Betonung auf die Kirche, auf die Gemeinde zu überbrücken? Die Kirche, die Gemeinde, da könnte man doch Kraft finden, daran könnte man sich doch festhalten in dieser Zeit der Konfusion, in dieser Zeit der Enttäuschung, da hat man die Gemeinde, da hat man die Kirche. Die Kirche als das gegenwärtige Reich Gottes. Es gibt eine Kirche, die das sehr deutlich macht. Kirche, gegenwärtiges Reich Gottes, sichtbares Reich Gottes auf dieser Welt. Ihr wisst, welche Kirche ich hier meine. Sie lässt die Wiederkunft Christi fast vergessen machen. Aber tut das der Hebräerbriefschreiber? Sagt er nun, klammert euch fest an der Gemeinde? Klammert euch fest an der Kirche? Macht das der Hebräerbriefschreiber? Nein. Auch diesen Weg wählt der Verfasser nicht. Der Verweis auf die Kirche scheint ihm nicht zielführend. Sehr interessant. Weder Dogmatismus, weder Institutionalismus sind der Weg. Ja, was ist denn nun der Weg? Woher können wir nun als Christen, als Menschen Kraft schöpfen in dieser Zeit der Unsicherheit, der Enttäuschung, der Konfusion? Woran sollen wir uns denn klammern? Woran sollen wir uns denn festhalten? An der Lehre? Offensichtlich nicht. An der Kirche? An der Gemeinde? Offensichtlich nicht. Weder Lehre noch Kirche und Gemeinde, weder Dogmatismus noch Institutionalismus scheinen dem Hebräerbriefschreiber die Lösung zu bringen. Ähnlich hätte der Verfasser des Hebräerbriefes über die Lückenbüßerei der modernen Theologie gedacht, die sich heute mit allen möglichen Dingen beschäftigt, mit Kultur, mit Politik, mit Psychologie, mit dem Zeitgeist, nur nicht mit dem Wesentlichen. Und auch wir als Gemeinde, ich möchte das offen sagen, als Freikirche, als Gemeinde, wir stehen auch in Gefahr, uns mit allen möglichen Dingen zu beschäftigen, um diese lange Interimszeit, diese lange Zwischenzeit zu überbrücken, und wir verlieren dabei das Wesentliche aus den Augen.
Wir beschäftigen uns mit Formalien, mit Institutionen, mit Konventionen. Wir betreiben Nabelschau, dünken uns wichtig und nehmen uns sehr ernst und wir verlieren dabei das Wesentliche aus den Augen. Ja, was ist denn das Wesentliche? Meine lieben Freunde, der Hebräerbriefschreiber kennt nur eins, was den Christen zwischen Kreuz und Wiederkunft helfen kann. Damals wie heute. Und was ist das? Die Antwort darauf finden wir im Kapitel 12. Kapitel 12, Vers 2. Das ist die Antwort. Aufsehen auf Jesus, aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher, da er wohl hätte können Freude haben, erduldete das Kreuz und achtete der Schande nicht und hat sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort, die Paulus gibt. Damals, als die Gemeinde so verunsichert war und nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Und das ist genau die Antwort, die wir heute brauchen. Wir stehen als Christen, als Menschen des 21. Jahrhunderts in derselben Situation. Und wir sehen das auch in unseren Kirchen. Manche Menschen klammern sich jetzt an die Lehre und sagen, von daher bekomme ich Kraft oder sollte ich Kraft bekommen. Andere halten sich an Institutionen fest, die Gemeinde an Menschen. Nein, nein, sagt der Hebräerbriefschreiber, das ist nicht der Weg. Der Weg ist, blicke höher, aufblicken auf Jesus, da, wo er jetzt ist. Aufblicken auf Jesus, da, wo er jetzt ist. Jesus in der Gegenwart Gottes, da, wo er für uns jetzt eintritt. Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 24, heißt es, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, das mit Händen gemacht ist, welches ist ein Gegenbild des wahrhaftigen Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Wie der irdische Hohepriester am großen Versöhnungstag für alle, die glaubten, Versöhnung durch das Blut erwirkte, so steht Christus vor dem Vater und er bittet für die Gläubigen durch die Präsentation seines Opfers Vergebung der Sünden. Und das tut er jetzt, heute, für uns. Und von daher bekommt der Gläubige, der Mensch, Kraft zum Ausharren und zum Durchhalten. Nicht durch den starren Blick auf Lehrpunkte, nicht durch Dogmatismus, nicht durch den starren Blick auf die Gemeinde, Institutionalismus, sondern durch das freudige Hinzutreten zu Gottes Gnadenstuhl, woher uns Hilfe gesandt wird in Zeiten der Trübsal. Auch nicht durch Individualismus, man könnte noch einen dritten Punkt hinzusetzen, auch nicht durch Individualismus werden wir Halt finden in dieser Zwischenzeit, in dieser Interimszeit. Anything goes, Beliebigkeit und Zeitgeist, das ist nicht die Lösung. Weder Dogmatismus noch Institutionalismus noch Individualismus. Der Hebräerbriefschreiber sagt es klar, Kraft und Ermutigung bekommen wir nur, indem wir auf Christus blicken, was er heute für uns tut, dass er heute noch für uns eintritt, unsere Sünden vergibt, unsere Schuld trägt, uns heute noch einlädt zur Nachfolge.
und heute noch zu dem steht, was er für uns vor 2000 Jahren erwirkt hat am Kreuz. Nur so durch die Verbindung im Glauben mit Gott über den Fürsprecher Jesus Christus, der jetzt und hier für uns vermittelt und eintritt, der die Freude der Vergebung und die Kraft zum Ausharren gewährleistet, vermag auch die Gemeinde, wie die Patriarchen und Israel, eine Exodus-Gemeinde zu sein. Exodus-Gemeinde. Der Hebräerbriefschreiber schildert die Gemeinde nicht als fest angesiedelte Institution in dieser Welt, sondern als ein Volk Gottes unterwegs zur Parousie, unterwegs zur Wiederkunft Christi, unterwegs zum Ziel. Und darum lesen wir in diesem Hebräerbrief auch so interessante Formulierungen. Die Ermahnung, hinauszugehen, im Kapitel 13, Vers 13. Zum Ablegen und Laufen, im Kapitel 12, Vers 1. Zum Kampf bis aufs Blut, Kapitel 12, Vers 4. Und dann der Verweis auf die Gläubigen als Gäste und Fremdlinge, Kapitel 11, Vers 13, im Hinblick auf die bleibende und zukünftige Stadt. Aufblicken auf Jesus. Das ist die Botschaft, die wir heute so nötig haben. Der Hebräerbrief gibt uns als Christen und als Adventisten, als Endzeitchristen, die Antwort auf unsere Frage, wonach sich die Gemeinde und wir persönlich auszurichten haben in dieser letzten Zeit. Woran sollen wir uns halten? Sicherlich auch an die Lehre. Ihr habt mich richtig verstanden. Sicherlich auch an die Gemeinde. Aber Hilfe persönlich, Trost und Hoffnung persönlich für uns bekommen wir nur dort, wo Christus unser persönlicher Fürsprecher ist, als Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wo der vertikale Blick den horizontalen Blick ablöst. Wenn wir auf die Gemeinde blicken, auf die Kirche blicken, wir werden enttäuscht. Wir sind traurig, weil wir vielleicht manches sehen, was uns abstößt, wo wir sagen, das ist Gemeinde Gottes, das ist die Kirche Gottes in dieser Welt. Wenn wir uns nur an die Lehre klammern, Lehre ist gut, aber Lehre kann nicht erretten. Lehre ist etwas, was abstrakt ist. Erretten kann mich nur eine Person, Jesus Christus. Haben wir dieses persönliche Verhältnis zu Jesus? Ist Jesus die Mitte meines Lebens? Wir wollen uns dieser Frage stellen. Jesus, die Mitte meines Lebens? Als Christen sollten wir beständig im Exodus, nicht im Exitus, ja, im Exodus begriffen sein. Der Hebräerbriefschreiber sagt uns, wir sollten keine Wurzeln schlagen in dieser Welt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir schon viel zu sehr Wurzeln geschlagen haben in dieser Welt. Dass wir uns auch als Endzeitchristen mit dieser Welt arrangiert haben, uns angepasst haben. Wir sind nicht mehr unterwegs. Wir ziehen nicht aus. Wir kehren nicht um, sondern wir kehren ein in diese Welt.
aufblicken auf Jesus. Von daher bekommst du Kraft für dein Leben. Gelebte Adventhoffnung heißt beständig ausgehen, beständig auf Jesus blicken, auf Jesus den Kommenden blicken, laufen, Gast und Fremdling sein, immer das Ziel der Wiederkunft Christi vor Augen. Er wird die Probleme dieser Welt lösen, nur er allein. Wir können das nicht. Wir haben oft nicht einmal unser eigenes Leben im Griff, geschweige denn das Schicksal dieser Welt. Die Kraft dazu können wir uns hier und jetzt holen, da wo Christus unser Fürsprecher ist. Heute, jetzt, hier. Das ist eine wunderbare Botschaft. Ich brauche nicht entmutigt zu sein. Vielleicht denken wir manchmal, ja, es ist schon 2000 Jahre her und noch immer ist er nicht gekommen. Das ist das, was sich die ersten Christen auch gedacht haben, die Vorstellung hatten, dass Christus noch zu ihren Lebzeiten zurückkommen sollte. Er ist nicht gekommen. Er ist bis heute nicht gekommen. Aber der Hebräerbriefschreiber sagt, Christus ist nicht untätig. Er hat sich jetzt nicht schlafen gelegt. Er ist nicht irgendwo verschwunden und überlässt jetzt uns und diese Welt ihrem Schicksal. Nein, Jesus Christus wirkt für uns, für mich persönlich. Und wenn ich heute falle oder wenn ich heute Schuld auf mich lade, die mich niederdrückt, die mich traurig macht, wenn ich hoffnungslos bin, ich weiß, ich kann zu Jesus kommen. Er hält seine Hände weit ausgestreckt und sagt, komm, ich will dir helfen. Ich stehe immer noch zu dem, was ich vor 2000 Jahren für dich am Kreuz getan habe. Das ist heute immer noch gültig. Die Verheißung besteht nach wie vor und ist nicht zurückgenommen. Wie Christus einmal geopfert wurde, wegzunehmen vieler Sünden, wird er zum zweiten Mal erscheinen für die, die auf ihn warten zur Seligkeit. Für andere allerdings erscheint er zum Gericht. So ist mein Wunsch für uns alle, dass wir unseren Blick nicht verlieren, irgendwo starr auf etwas richten, sondern dass wir unseren Blick erheben. Dass wir auf Jesus blicken, auf den himmlischen Fürsprecher. Von dort bekommen wir Kraft. Blicken wir nicht auf uns. Blicken wir nicht auf uns. Blicken wir nicht auf die Gemeinde. Blicken wir auf Christus und auf das Ziel, auf seine Wiederkunft. Er ist der wahre Hohepriester, der Erlöser dieser Welt. Noch ist er Fürsprecher, bald ist er aber auch Richter. Und so der Aufruf an uns, wir wollen uns ganz ihm übergeben. Solange die Zeit noch währt. So tritt du, Herr, für mich ein, als himmlischer Hohepriester. Vergib mir meine Schuld und lass mich immer, Herr Jesus, lass mich immer zu dir aufblicken, bis du wiederkommst zu meiner Seligkeit. Herr, hilf uns dazu, heute, jetzt und hier. Amen.